Kameras aus, die Mikros aus und ich darf jetzt Ulrich Marcot auf die Bühne bitten, der ein Grußwort an uns richtet. Ja, meine Damen und Herren, Grußwortbühne, besondere Bühne hier im Raum Weitblick. Wir haben das mit Weitsicht so ausgewählt, finden, das ist etwas Gutes hier im Haus der Wissenschaft. Etliche von Ihnen haben sich mit uns am 6. Oktober letzten Jahres getroffen, vor gut 5 Monaten. Und seitdem, das haben wir, glaube ich, alle wahrgenommen, ist viel passiert. Und zwar in die eine wie in die andere Richtung. Es hat ganz viel Bewegung gegeben. Das ist das Positive. Institutionen, Menschen, die dabei waren, aber die auch davon gehört haben, haben sich in der Tat in diesen Dialog eingeschaltet, sich Gedanken gemacht, vieles zu Papier gebracht, viel miteinander ausgetauscht. Ich glaube, sagen zu können, wir sind deutlich weiter und das wollen wir heute einmal gegenchecken. Sehen Sie das auch so? Was haben wir erreicht? Sind wir in der Analyse etwa auf einem Stand? Es gibt eine neue AG Innenstadt, um Entscheiderinnen und Entscheider zusammenzubringen. Einerseits aus der Verwaltung, aber dann auch von den ganzen gesellschaftlichen Kreisen, die heute auch hier vertreten sind, die sich große Gedanken und große Sorgen machen. Um die Innenstadt überhaupt, um die Zukunft der Städte. Und dafür ist die Innenstadt jeweils extrem relevant. Die Pandemie hat sich leider auch entwickelt. Und sie hat sich nicht so entwickelt, wie wir das im Oktober gehofft, vielleicht auch ein bisschen erwartet haben, sondern ganz im Gegenteil. Etliche von Unternehmungen sind seit fast einem Jahr im Lockdown. Einige sind seit Mitte Dezember wieder im Lockdown und der hält bis heute an. Und wenn man die aktuellen Zahlen sieht, dann kann man nicht so richtig zukunftsfroh in dieselbige blicken. Das macht schon große Sorge. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, viel Bewegung. Ich darf Ihnen das auch berichten. Es gibt Initiativen deutschlandweit, gerade aus den Städten heraus. Der Deutsche Städtetag hat ein Papier verfasst, Städte für Menschen, in dem sehr viel sich von dem wiederfindet, was wir bisher diskutiert haben. Es gibt Stiftungen wie die Stiftung Lebendige Stadt von Alexander Otto, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und nicht zuletzt der Niedersächsische Städtetag, also unser Städtetag, dem ich auch maßgeblich angehöre, hat jüngst einen Appell an die Landesregierung gewandt mit dem Titel Leben mit Corona, behandeln, impfen, testen, öffnen. Und da sehen Sie gleich, dass wir zugegebenermaßen auch in den Kommunen nicht unbedingt zufrieden sind mit dem, was wir im Moment an Angeboten bekommen, mit Ihnen zu diskutieren und was Sie an Angeboten haben als Zukunftsperspektive. Das ist zugegebenermaßen in geringem Maße nur eine Perspektive. Wir meinen, dass wir das anders angehen könnten. Wir haben auch in Braunschweig an einem eigenen Weg gearbeitet. Wie kann man in der Verbindung mit Testen, mit Dokumentieren, natürlich mit Hygienemaßnahmen, Öffnungen sehr vorsichtig, aber sehr konsequent auch umsetzen. Leider haben wir bisher auf diese Anregung keine Hinweise, keine Antworten bekommen. Es spielte eine Rolle im Niedersächsischen Landtag. Wir haben ja auch Abgeordnete heute hier dabei und wir warten noch auf eine offizielle Antwort. Wir wollen Ihnen heute auch zeigen, was schon an Initiativen gegriffen hat, was in der Verwaltung oder mit der Verwaltung aufgenommen wurde, wo wir unterwegs sind in den verschiedenen Bereichen. Und da wird sich vieles wiederfinden, was auch in dem viel beachteten Papier des Arbeitsausschusses Innenstadt vorgekommen ist. Vieles ist auf dem Weg, ist nochmal angeschoben, ist nochmal vertieft worden durch die vielen Anregungen, die in den letzten Monaten gekommen sind. Das ist gut, das ist richtig und das ist ja lebensnotwendig. Mein Eindruck ist, dass wir in der Analyse dessen, was ist, weitgehend übereinstimmen. Und auch weitgehend übereinstimmen in dem, was müsste getan werden. Was wir heute stärker vertiefen wollen, ist, wer macht konkret was und welche Schritte sind als nächstes dafür notwendig. Wir wollen Ihnen sehr wohl zeigen, dass auch die Verwaltung der Stadt Braunschweig und die entsprechenden Gesellschaften der Stadt unterwegs sind, weil alle erkannt haben, dass wir einen Weg aus der Pandemie finden müssen und einen Weg nach der Pandemie, die uns ja noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und dass dabei die Innenstadt als Lebens-, als Begegnungsort, als Handelsort, aber eben als kultureller Ort einer Großstadt eine ganz zentrale
Rolle spielt, nicht zuletzt für die Attraktivität eben dieser Stadt. Auch da sind wir uns übrigens über Parteigrenzen bundesweit sehr, sehr einig, was die deutschen Großstädte angeht. Und immer wieder blicken wir etwas hilflos dahin, was aus diesen Anregungen, die unisono von uns kommen und gerade auch von den Großstädten in Deutschland, was aus diesen Anregungen gemacht wird. Trotzdem, das wird uns nicht entmutigen, sondern im Gegenteil. Und wir werden versuchen, auch einen Weg zu finden, der möglicherweise ein solitärer, ein modellhafter Weg ist, wie wir das eben in Braunschweig machen können. Denn da tragen wir die Verantwortung, sind wir teilweise auch die Leidtragenden dieser Entwicklung. Sie können sicher sein, dass wir diese Initiativen einarbeiten in all das, was Stadt machen muss. Und deshalb freue ich mich, dass gleich meine Kollegin Anja Hesse und meine Kollegen aus den jeweiligen Dezernaten in aller Kürze das aufgreifen werden, was wir aktuell umgesetzt haben in Handeln einer Verwaltung, in politisches Handeln der Verantwortlichen der Stadt Braunschweig. Aber dieses wird nur gelingen, wenn wir es gemeinsam tun. Und deshalb an dieser Stelle nochmal mein ganz klarer Appell. Wir wollen, ja, wir müssen die Transformation der Innenstädte auch nutzen als eine Chance, sie zu Experimentierräumen für die Zukunft von Stadt zu gestalten. Viele Anregungen sind genau dafür da, zahlen darauf ein. Wir müssen schauen, dass wir das miteinander gestalten. Es wird niemanden geben, der all dies für uns alle organisiert. Das kann auch eine Stadtverwaltung so alleine nicht bewerkstelligen. Und deshalb nicht nur mein Appell, sondern meine Erwartung, auch ein wenig an den heutigen Abend, dass wir uns stärker als Verantwortungsgemeinschaft begreifen, diesen Prozess miteinander, jeder für seinen Bereich, aber dann miteinander für das große Ganze, nämlich die Zukunft der Stadt, die Zukunft der Innenstadt zu begreifen und miteinander anzugehen. Wir sind deutlich weitergekommen und nicht nur in der Analyse, sondern längst schon in den Umsetzungsstrategien. Und das ist das, was mir persönlich Hoffnung macht und ich hoffe vielen von Ihnen auch. Auch wenn die Zahlen der Pandemie uns im Moment große Sorgen machen. Es gibt Möglichkeiten und das will ich abschließend bei diesem Grußwort noch sagen. Übrigens auch in großer Übereinstimmung mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht zuletzt hier aus Braunschweig, aus unserem Helmholtz-Institut, die mal als sehr, sehr streng gelten. Wir können wir das gemeinsam schaffen. Und wenn wir sie mit einbeziehen, sind das auch sichere Konzepte, denn die Menschen wollen natürlich Sicherheit, aber sie wollen auch Zukunft. Und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und der ganzen Region wollen eine lebendige Innenstadt Braunschweig. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ulrich Markurt, unser Oberbürgermeister. Ich möchte in Ihre Richtung nochmal senden, wenn Sie Fragen haben oder uns etwas mitteilen wollen. Alle, die im Zoom sind, können das gerne im Chat tun. Alle, die uns im Livestream verfolgen, können an die E-Mail-Adresse Innenstadtdialog als ein Wort @braunschweig.de auch schreiben. Vielen Dank und dann sende ich das Wort und übergebe auch diesen Baustein an Gerold Lepper, Wirtschaftsdezernent in der Stadt Braunschweig und er wird uns den Prozess zum Innenstadtdialog noch ein wenig genauer vorstellen. In diese Richtung. Ja, einen herzlichen guten Abend auch von mir an die Damen und Herren vor den Bildschirmen, ob in Zoom oder auf dem YouTube-Kanal. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine Einführung geben, wie wir den Innenstadtdialog aufgestellt haben. Die Basis ist natürlich eine möglichst breite Bürgerbeteiligung, die Sie hier im grünen Feld sehen. Uns ist wichtig, dass die Möglichkeit natürlich offen steht auf vielen Kanälen, die die Stadtverwaltung ohnehin bietet. Wir haben ein entsprechendes Bürgerportal. Es ist aber auch möglich, unter der von Herrn Walter gerade genannten E-Mail-Adresse auch immer Ideen und Vorschläge zu formulieren. Ich bitte da schon mal um Verständnis dafür, dass wir im Moment eher in einer Phase sind, in der wir sammeln, diese Ideen aufgreifen und nicht gleich immer sofort zurückschreiben werden, ja, setzen wir morgen um. Wir haben das Forum Innenstadtdialog, das wir heute in dieser hybriden Form, sprich hier mit den Dezernentinnen und Dezernentenkollegen und dem Oberbürgermeister im Haus der Wissenschaft durchführen, hoffentlich in absehbarer Zeit auch wieder vor Ort, damit auch die informellen Möglichkeiten, untereinander ins Gespräch zu kommen, steigen.
Wir haben hier, wenn Sie so wollen, eine gewisse Fachöffentlichkeit der unmittelbar Betroffenen von der Innenstadt Braunschweig. Das sagte Herr Marco, der gerade ist irgendwie nicht nur jeder Braunschweiger und jede Braunschweigerin betroffen, sondern ja irgendwie auch die ganze Region. Von daher mussten wir ein Stück weit eine Auswahl vornehmen. Und wir haben dann die AG Innenstadt gegründet. Auch die wurde schon angesprochen. Dort setzen wir uns in einem kleinen, paritätisch aus Kommunalen und Vertretern aus der Wirtschaft besetzten Gremium zusammen hin und versuchen, die Maßnahmen, die dann immer wieder aufkommen, zu sortieren. Das passiert natürlich als Spiegelbild auch in der Stadtverwaltung. Sie sehen das in den Feldern links dieser Aufbauorganisation. Wir haben dort einen Lenkungskreis unter Leitung des Oberbürgermeisters, aber natürlich auch entsprechende Arbeitsgruppe auf der Verwaltungsebene. Und natürlich ist die Politik eng eingebunden in den gesamten Prozess. Je nach Bedarf werden wir dann Makler, Fachberater, aber natürlich vor allem auch Investoren und Eigentümer und weitere Akteure und Akteurinnen mit einbinden. Ein wesentlicher Part der Interaktion ist aus meiner Sicht auch, dass wir alle möglichst auf die gleichen Informationen zurückgreifen können. Deshalb weise ich an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass wir unter braunschweig.de Innenstadtentwicklung ein zentrales Informationsangebot geschaffen haben. Dort finden Sie Informationen rund um den Innenstadtdialog selbst, aber auch zu Innenstadtprojekten, wichtige Zahlen und Daten, so eine Art Bibliothek zu Positionspapieren von Verbänden, aber auch von Städtetag und weiteren Institutionen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir alle auf der gleichen Informationsbasis diskutieren. Und wenn Sie aus Ihren Tätigkeiten hier Material haben, schicken Sie es uns gerne an die genannte E-Mail-Adresse. Wir laden es dann hier auch gerne hoch. Inhaltlich sieht die Ebene so aus, dass die Aufgabe sicherlich vor uns liegt, eine Kooperation zusammenzubekommen, eine Kollaboration, eine Antwort auf die von Herrn Marquardt benannte Verantwortungsgemeinschaft ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir die Verwaltung natürlich am Tisch haben. Wir brauchen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Aber wir brauchen vor allem auch die Eigentümer, Investoren, die Bürgerinnen und Bürger, letztendlich alle die, die dann tatsächlich vor Ort auch am Tresen stehen, im Laden, die Veranstaltungen durchführen und die Sie auch besuchen, um in den Dialog zu kommen, zu gucken, wo geht's hin mit der Innenstadt, wo liegen die Interessen und wie diese Interessen eingeteilt werden können. Dazu haben wir uns Gedanken gemacht. Leider funktioniert diese Fernbedienung gerade nicht. Doch, jetzt kommt's. Danke an die Technik. Wir haben versucht, insgesamt 10 Themenfelder auch zu gliedern, in denen Sie jetzt dann auch die folgenden Berichte hören werden. Das fängt bei Mobilität, Infrastruktur, Immobilien an, geht über Stadtklima, Städtebau und Angebot. Das würde ich mal so als die Hardware bezeichnen, die strukturelle Arbeit bedarf. Und wir haben dann eher die Software, das alltägliche Erleben, die Veranstaltungen, die Servicequalität und die Aufenthaltsqualität und sicherlich ist das 11. Handlungsfeld, nämlich die gute Kommunikation der Innenstadtqualitäten, der Aktivitäten und vor allem auch die Frage, wie wir uns der Digitalisierung stellen, eine der maßgeblichen Querschnittsaktivitäten. Soweit von meiner Seite zu dem Prozess. Den Appell möchte ich anschließen, dass wie der AI das ja auch schon gemacht hat mit seinem Positionspapier Braunschweigs Innenstadt im Umbruch, natürlich Beiträge auch zu diesem Dialogforum gewünscht sind. Wir haben das mit der Einladung kommuniziert. Wenn Sie Projekte haben, die Sie umsetzen, wenn Sie Ideen haben, bei denen Sie Partner suchen, dann tragen Sie die gerne an uns heran und wir können die Möglichkeit schaffen, es im Innenstadt-Dialogforum in einem der nächsten auch zu präsentieren. Wichtig ist mir dabei allerdings immer, dass Sie selbst sich auch als Akteurin und Akteur bekennen. Nicht, dass wir sozusagen viele gute Wünsche und Ideen haben und mit einer langen Aufgabenliste als Verwaltung nach Hause gehen. Das wäre nicht das, was wir unserer Verantwortungsgemeinschaft vorstellen. Aber wie gesagt, auch diese Ideen sind herzlich willkommen. Soweit von meiner Seite zur Struktur. Ich übergebe zurück an Herrn Walter und wir steigen nun in die inhaltlichen Themenfelder ein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich gebe nochmal, damit Sie sie alle auswendig können, die E-Mail bekannt, die Herr Lepper eben auch wieder genannt hat. Wenn Sie Ideen, weitere Informationen für uns haben, herzlich gerne an innenstadtdialog@braunschweig.de senden.
Und jetzt wollen wir schnell durch ein paar größere Themenblöcke durchgehen. Und als erstes darf ich unseren Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer auf die Bühne bitten, der einen kurzen Input zum Thema Mobilität, Erreichbarkeit, Stadtgestaltung und Stadtmöblierung uns geben wird. Sehr geehrter Heinz Leuer, die Bühne ist Ihrs und schön da so zwischen funken, dann funktioniert das hier mit der Präsentation. Wunderbar. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Stadtplanung und Mobilität sind natürlich Themen, die die Innenstadt sehr betreffen und von daher würde ich Ihnen hier in aller Kürze heute Abend vier verschiedene Blickwinkel vorstellen wollen, die gerade auch alle in der Bearbeitung sind und in der Verbesserung sind. Und ich glaube, dass wir da ein paar Potenziale wecken können. Als erstes nehmen wir das Thema anziehende Stadt. Wir sind noch nicht drauf, glaube ich. Jawohl. Halt. Anziehende Stadt. Braunschweig zieht an. Und da haben wir einen ganz wichtigen Aspekt, der, meine ich, wesentliche Bedeutung hat für die Innenstadt, nämlich das ist das Zentrenkonzept. Das Zentrenkonzept ist nicht ganz neu, das gibt es seit einigen Jahren und hat sich auch bewährt. Und ich glaube, wir haben über das Zentrenkonzept viel erreicht. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass wir einfach mal gucken sollten, ist es noch ganz aktuell? Passt es eigentlich in jedem einzelnen Punkt? Sind die Sortimente richtig zugeordnet? Oder müssen wir unter Umständen doch das ein oder andere etwas verändern? Wir wollen erreichen, dass wir zum einen natürlich eine Anziehung der unterschiedlichen Räume an die Braunschweiger Innenstadt haben, aber wir wollen natürlich auch erreichen, dass die ganze Region sich auch in vielen Punkten nach Braunschweig orientiert. Und das erreichen wir natürlich zum einen über das Einkaufserlebnis, zum anderen natürlich auch über den Aufenthalt, die Aufenthaltsqualität in der Stadt. Ich denke, wir werden über das Jahr einige Veranstaltungen dazu haben. Wir machen natürlich das nicht alleine, sondern wir sind in der Diskussion mit Ihnen. Und da werden wir zum einen über das Thema der Analyse reden. Wir werden auch über das Thema des Konzeptes reden. Und das Thema wird uns beschäftigen in diesem Jahr. Allerdings ganz sicher, wir wollen es natürlich auch Ende des Jahres abgeschlossen haben. Der zweite Punkt, den ich ansprechen würde, ist die bewegte Stadt. Braunschweig in Bewegung. Wir erarbeiten einen Mobilitätsentwicklungsplan und dabei ist natürlich die Erreichbarkeit der Braunschweiger Innenstadt im Fokus. Es sind alle Aspekte der Mobilität, die in diesem Mobilitätsentwicklungsplan angeguckt werden. Da sind wir natürlich beim ÖPNV ganz klar. Attraktivität erhöhen und auch da die Verbindung gerade unseres Zentrums mit den Ortsteilen nochmal zu überprüfen und zu verbessern. Wir haben vor, Haltestellen auszubauen, barrierefrei auszubauen, gute Nutzungsmöglichkeiten für alle zu schaffen. Fuß- und Radwege stehen im Fokus. Radverkehr kriegt einen immer größeren Anteil und letztlich spielt im MIV auch die E-Mobilität eine große Rolle. Auch der ruhende Verkehr ist natürlich wichtig für die Erreichbarkeit. Da haben wir vor, zum einen Fahrradabstellanlagen nochmal zu erhöhen. Oder auch gehört es zur Mobilität, wenn man an die Inklusion denkt, dass wir gute Sitzgelegenheiten haben, weitere Bänke haben, vor allem, das ist angekommen bei uns, auch mehr mit Rückenläden haben. Und wir würden auch wieder die Inklusion damit reinnehmend dafür sorgen, dass auch das Parken gerade für Schwerbehinderte nochmal besser wird. Upsa. Die bewohnte Stadt ist der dritte Aspekt, den ich anspreche. Braunschweigs Herz pulsiert. Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, dass wir Innenentwicklung fördern,
dass wir eben einem Donut-Effekt entgegenwirken. Ich glaube, ich brauche den gar nicht mehr zu erklären. Donut kennt jeder. Von außen schmeckt sehr gut, von innen ist es leer. Eben das wollen wir eben nicht haben, sondern etwas dagegen tun. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, dass wir, auch wenn nicht alle Quartiere unmittelbar in der Innenstadt entstehen können, dass es ganz wichtig ist, dass wir rund um unsere Innenstadt doch Entwicklungen haben. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Das haben wir auch in Zukunft vor. Wir glauben, dass auch ein Bahnhofsviertel und eine Bahnstadt die Entwicklung im Bereich Hohlwedestraße, im nördlichen Ringgebiet, im dritten BA, Wirkungen haben auf die Innenstadt, weil eben diese Quartiere so nah dran sind, dass der Fokus immer auf die Innenstadt gerichtet ist, weil sie in unmittelbarer Nähe liegt. Wir beschäftigen uns mit städtebaulichen Studien, zum Beispiel am Großen Hof, und wir sind auch am Europaplatz unterwegs in unmittelbarer Nähe der westlichen Innenstadt, um eine weitere Entwicklung dort gestalten zu können. Wenn eine Stadt belebt ist, dann gibt es natürlich auch Plätze und Räume in dieser Stadt. Man braucht Plätze und Räume und man kann sie gestalten, weil eben viele Menschen halt auch da sind und diese Plätze genießen. Ich glaube, Braunschweig hat eine ganze Reihe schöner Plätze, aber es ist so, dass wir trotzdem auch an einigen arbeiten. Die Neugestaltung des Hagenmarktes ist noch weiter in die Diskussion, aber glauben Sie mir, wir arbeiten daran, dieses Thema jetzt auch abzuschließen und dann auch was richtig Schönes dort schaffen zu können. Wir arbeiten weiter an dem Thema Kangengießerstraße Pocket Park. Das machen wir gemeinsam mit dem Kollegen Herrn Erlitschke, der gleich ja auch noch sprechen wird. Wir haben schon im letzten Jahr beschlossen, eine Aufwertung des Schlossplatzes mit etwas mehr Grünanlagen. Und ein Thema, hört sich ein bisschen banal an, ist aber nicht zu unterschätzen, das Thema Beseitigung von Dreckecken. Immer wieder gibt es auch in einer schönen Braunschweiger Innenstadt städtebauliche Situationen, die nicht so gut sind, wie wir es uns erhoffen. Und da, denke ich, sollten wir vielleicht noch mal rangehen. Das Thema Sitzstufen an der Oker ist noch etwas weg, aber ist nicht vergessen. Auch wir arbeiten da weiter dran. Das sind so die wesentlichen Projekte. Seien Sie sich ganz sicher, wir beschäftigen uns natürlich auch in der Bauordnung mit den Immobilien, den großen Immobilien, die es in der Innenstadt gibt, um zu erreichen, dass wir dort möglichst schnell weiterkommen und eben der Innenstadt eine Menge Entwicklungschancen geben. Vielen Dank. Ich gebe zurück an Herrn Walter. Dankeschön. Hans-Georg Leuer, Stadtbaurat der Stadt Braunschweig. Ich möchte Ihnen jetzt noch mal mitgeben, dass wir ja gleich in den Thematiken, in denen wir jetzt hier gerade kurze Inputs hören, dann ja auch in Arbeitsgruppen gehen. Das heißt, wenn Ihnen jetzt was eingefallen ist, was Sie Herrn Leuer noch mal fragen wollten, wenn Sie noch andere Anregungen haben, einfach mal aufschreiben, gerade im Stichpunkten. Gleich in der Gruppenphase können Sie dann Fragen und Diskussionsbeiträge eben auch geben. Und sollten Sie nicht in dieser Gruppe sein, wo Sie auch mit Herrn Leuer weiter diskutieren und sprechen können, dann haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Fragen und Anregungen über den Chat oder eben Innenstadtdialog weiterzugeben. Ich darf als Nächste begrüßen hier auf der Bühne zum Thema Zwischennutzung, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum unsere Dezernentin für Wissenschaft und Kultur, Dr. Anja Hesse, und die Bühne ist ihrs. Bitte schön. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich würde es gerne sagen, ich habe mir überlegt, sage ich es nicht, ich sage es doch. Schöne Grüße in die Schweiz und nach Österreich. Ja, ich möchte Ihnen vier Punkte vorstellen. Einmal die Kulturraumzentrale, die wir im Begriff sind aufzubauen. Einen großen Traum von 1600 Schülerinnen und Schülern und mir und vielen anderen. Wir haben überlegt, regelmäßige temporäre Kunstinstallationen in den öffentlichen Raum zu bringen, aber eben vielleicht auch dauerhafte. Und etwas zu machen, einen temporären Sommerpavillon, den wir gewissermaßen unter vielerlei Aspekten sehen können.
Wen adressieren wir im Bereich der Kultur? Natürlich adressieren wir in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, aber natürlich auch diejenigen, mit denen wir kooperieren würden. Das sind Architekten, das sind Künstlerinnen und Künstler in dieser Stadt. Also es ist ein vielfältiges Spektrum. Ich würde gerne beginnen mit der Kulturraumzentrale und dem Verein Schrill e.V., der sich schon unabhängig von der Verwaltung vor einiger Zeit angeschickt hat, uns zu helfen. Wir müssten mal die erste Folie zeigen. Angeschickt hat, also sich auf den Weg zu machen, nach Leerstand zu suchen, den Leerstand aufzutun, mit den Immobilienbesitzern ins Gespräch zu kommen. Und darüber hinaus dürfen wir vielleicht noch mal die nächste Folie sehen. Dankeschön. Diesen leeren Raum sozusagen zu besetzen, zu nutzen. Besetzen hat einen negativen Beigeschmack, das meine ich ganz und gar nicht so. Und inzwischen aber sind auch wir, die Verwaltung, auf den Verein Schrill e.V. aufmerksam geworden und haben uns überlegt, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Und inzwischen ist daraus ein Projekt geworden, das wir einerseits finanziell unterstützen und auch die Mitglieder des Vereins Schrill e.V. sind dabei, sich in hohem Maße zu professionalisieren. Sie entwickeln ein Gestaltungskonzept, sie recherchieren professionell nach Leerständen und öffentlichen Räumen in der Stadt. Sie versuchen, sich in anderen Städten umzutun, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen und gleichzeitig in hohem Maße Ergebnisse zu generieren und Steckbriefe anzufertigen. Das ist aber nur, nächste Folie, die eine Seite der Medaille. Wir brauchen natürlich Sie, die Immobilienbesitzer dieser Stadt. Wir brauchen die Immobilienbesitzer, die gleichzeitig auch Ladeninhaber sind, die möglicherweise danach suchen, dass es einen Leerstand gibt, der gefüllt sein will. Die öffentliche Versicherung, soweit ich weiß, ist sogar bereit, denjenigen, die einen solchen Raum zur Verfügung stellen wollen, die Sorge abzunehmen, dass das, was darin passiert, möglicherweise Schäden verursacht. Also in vielerlei Hinsicht sind wir dabei, ein dichtes Netz zu weben. Und wir hoffen inständig auf die Bereitschaft der Wirtschaft, auf die Bereitschaft des Einzelhandels und der Immobilienbesitzer, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben gestern erst wieder ein sehr langes Gespräch gehabt mit dem Verein Schrill e.V. Und inzwischen, darf ich sagen, kooperieren wir auch mit der Braunschweig Wirtschaft, mit der Stadtmarketing GmbH. Und ich glaube, dass wir da etwas haben, was wir hoffentlich ja zum Wohle aller in Szene setzen können. Das nächste bitte. Das ist ein Traum, wie ich eben schon mal angekündigt habe. Wir erwarten ein Gutachten. Der Stadtbaurat hat gerade als stadtplanerischen Bereich den Großen Hof genannt und benannt. Das ist ein Gutachten, das wir erwarten, nach gerade genau für dieses Grundstück, für dieses zentrale Grundstück. Und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass wir dort die Musikschule, vielleicht auch eine Grundschule und vielleicht auch sogar einen Konzertsaal bauen können. Das hat vielfältige Gründe. Braunschweig könnte einen solchen Konzertsaal nicht nur gut, sondern sehr gut gebrauchen. Wir warten ab, was das Gutachten zeigt und ob es möglich ist. Und wir begleiten das natürlich mit den größten Hoffnungen, dass sich an dieser Stelle etwas ergibt, was vor allen Dingen die Innenstadt in hohem Maße beleben könnte. Wenn ich mir vorstelle, dass dort an den Abenden Konzerte und Veranstaltungen stattfinden und gleichermaßen also daneben Gastronomie davor und dahinter ist, dann würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass es zu einem ganz lebendigen Ort in der Innenstadt unserer Stadt werden wird oder werden könnte. Nächstes bitte. Dann haben wir natürlich eine Geschichte in Braunschweig, nämlich wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass wir überzeugende Kunstwerke gebrauchen könnten. Das ist ein bisschen ketzerisch gemeint. Alle Kunstwerke in der Stadt sind natürlich überzeugend, aber wir könnten etwas gebrauchen, was möglicherweise etwas neuer ist. Begreifen Sie das hier als Platzhalter. Natürlich können wir keinen Blumenstrauß aus Lyon importieren, sondern das ist mehr oder weniger nur ein Symbol für etwas, was man im Wege eines Wettbewerbes entwickeln und dann aufbauen könnte. Nächstes bitte. Oder wir versuchen uns mal darin, es anderen Städten nachzutun, wie hier Köln. Jeder kennt diesen Schriftzug, der abends so schön leuchtet am Rhein. Es gibt die Möglichkeit, dass wir
das offensiv angehen, dass wir nicht einen Slogan suchen, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Es geht nicht darum, einen Slogan zu finden und den man dann in Schreibschrift auf ein Häuserdach setzt, sondern auch das ist nur in gewisser Weise ein Symbol dafür, wie wir uns mit den Künstlerinnen und Künstlern dieser Stadt der Identifikation mit ihr nähern können, um vielleicht zu erreichen, dass das, was da draufsteht für Köln, sich auf einem anderen Weg für Braunschweig en passant einstellt. Das nächste bitte. Oder wir suchen nach einem Kunstwerk, das sich beispielsweise wie hier auf ein Gebäude in Braunschweig bezieht. In diesem Fall ist es ein Kunstwerk der Künstlergruppe Inges Ideen. Das ist die Marinetechnikerschule und da liegt ein gigantomanisches, megalomanisches Plastikboot auf dem Rasen davor. Und daran mangelt es in Braunschweig, ja weiß Gott nicht, dass wir signifikante Gebäude haben, die ein nicht Kunst am Bauprojekt brauchen könnten, sondern Kunst im öffentlichen Raum. Und dass wir darin gewissermaßen Kompetenzen und Erfahrungen haben, muss ich nicht erwähnen, wenn ich nur daran denke, dass wir im letzten Jahr, im Pandemiejahr, 10.000 Menschen, ich glaube sogar sagen zu dürfen, glücklich gemacht haben, indem wir sie auf dem Löwenwall, sicherlich nicht unbedingt zur großen Freude der Anwohner, aber 10.000 Menschen glücklich machen konnten, indem wir sie durch diesen Hasenstall getrieben haben, dann glaube ich, kann man daran erkennen, wie wichtig Kunst im öffentlichen Raum ist, jenseits einer Denkmalsgeschichte. Nächstes bitte. Auch das ist nicht ernst gemeint, aber man kann mit Kunst auch was anderes machen. Das nächste bitte. Und wir könnten, das will ich jetzt gar nicht im Einzelnen noch besprechen, Sie wissen, dass wir es können. Wir haben Wettbewerbserfahrungen. Auch das muss ich nicht weiter ausführen. Das nächste bitte. Ich möchte an dieser Stelle noch mal etwas erwähnen, was vielleicht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit in Zukunft für die Innenstädte nicht ganz unwichtig ist, wenn es nämlich darum geht, die starke Sonneneinstrahlung vielleicht fernzuhalten, abzuhalten oder die Hitze in der Stadt etwas zu mindern. In verschiedenen Städten gibt es temporäre Pavillons, große Pavillons zum Beispiel. Die Serpentine Gallery in London macht das jährlich. Es gibt auch noch andere Städte, die sich mit Architekten daran machen, temporäre Pavillons zu entwickeln und die gleichermaßen, ja, vielleicht in den Pandemiephasen, wie wir sie jetzt haben, in hohem Maße dazu beitragen würden, dass man veranstalten kann, ohne Sorge zu haben, dass die Ansteckungsgefahr zu groß wird. Das nächste bitte, wenn wir daran denken, dass wir hier an der TU Architekturstudentinnen und Studenten haben, die hier ausgebildet werden und daran denken, dass wir in dieser Stadt eine große Zahl hervorragender, gut ausgebildeter, sehr erfolgreicher Architekturbüros haben, die international unterwegs sind, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir diese Architekten darum bitten, jährlich bestimmt nicht, das lässt sich nicht finanzieren und nicht darstellen, aber in Abständen von vielleicht 2 oder 3 Jahren so etwas in die Innenstadt oder in die Parkanlagen zu stellen, um einerseits zu dokumentieren, mit welchem Know-how die Architekten dieser Stadt operieren und zum anderen etwas schaffen, was den Bürgerinnen und Bürgern gefallen und vor allen Dingen Spaß bringt. Das nächste bitte. Das ist nochmal ein Beispiel dafür und ich glaube, das letzte auch, wenn ich nochmal bitten darf, ganz genau. Das ist sozusagen explizit dafür entwickelt worden, um gewissermaßen die Sonne abzuhalten, etwas zu zeigen, was sonst nicht deutlich wird, nämlich eine geballte Ladung an Kreativität von Künstlerinnen und Künstlern, Architekten und Architektinnen. Ich würde mir sehr wünschen, dass aus den Plänen, die wir haben, aus den Ideen, die wir haben und aus dem, was wir auch können, was wir verbrieft können, sich etwas ableiten lässt. Und ich darf an dieser Stelle sagen, dass es nach gerade der Innenstadtdialog und auch Ihre Forderungen, Wünsche, Hoffnungen sind, die uns dazu motiviert haben, einmal laut zu denken, leise zu hoffen, in der Hoffnung, dass sich von dem, was wir planen und uns wünschen, Realität wird. Ich muss aufhören. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Dr. Hesse. Das war ein kurzer, interessanter Ritt mit vielen Inspirationen. Auch hier weise ich wieder darauf hin, gerne gerade Notizen machen. Sie haben gleich auch in einer gleichnamigen kleinen Runde die Gelegenheit, über die Ideen zu diskutieren, auch mit Frau Dr. Hesse. Und so
Sollte Ihnen das da nicht möglich sein und Sie Anregungen haben, bitte im Chat eine Nachricht oder den berühmten Innenstadtdialog at Braunschweig bemühen. Jetzt bitte ich auf die Bühne, wir haben ihn heute schon einmal gesehen, nochmal unseren Wirtschaftsdezernent Herrn Lepper. Und er wird uns kurz etwas noch erzählen über Angebots- und Nutzungsvielfalt, Digitalisierungsprojekte und Kommunikation. Ja, herzlichen Dank, Herr Walter. Ich starte gleich mit dem Thema Angebots- und Nutzungsvielfalt. Ich denke, wir werden in der Braunschweiger Innenstadt, unabhängig davon, wie sich die Situation im Detail entwickelt, sicherlich auch dann weiterkommen, wenn wir neue Ideen umsetzen können, wenn wir auch neben kulturellen und Veranstaltungsideen eben auch dauerhafte unternehmerische Ideen umsetzen können. Deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir die Kompetenzen, die die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft sicherlich im Bereich der Gründungsförderung in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass wir diese Kompetenzen auch auf innenstadtaffine Nutzungsideen erweitern wollen. Das heißt, wir wollen die Gründungsförderung in den nächsten Wochen ganz gezielt auf innenstadtaffine Konzepte und Ideen ausweiten. Wir wollen dort gemeinsam mit Kammern und Verbänden ein neues Beratungsangebot entwickeln. Perspektivisch könnte das auch so weit gehen, dass wir so eine Art Gründungshub in der Innenstadt umsetzen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir vielleicht ein Ladenlokal mieten, in dem dann diese Gründerinnen und Gründer, die wir in der Innenstadt haben, ihre Konzepte testen können. Ein Marktplatz neuer Ideen, ein Marktplatz neuer Unternehmenskonzepte. Ich glaube, das wäre ein interessantes Angebot und sicherlich auch positiv für die Frequenz. Wichtig für die Angebots- und Nutzungsvielfalt ist aber auch, dass wir es gemeinschaftlich hinbekommen, dass wir mit Eigentümerinnen und Eigentümern Lösungen finden, wie wir tatsächlich die Flächenvermittlung erreichen können, wie wir möglichst schnell Leerstände wieder in wirtschaftliche Nutzung bekommen. Dazu wird die Wirtschaftsförderung versuchen, mit den Eigentümerinnen und Eigentümern in Kontakt zu kommen, mit denen wir noch nicht in Kontakt sind. Darüber hinaus aber auch beraten, die Flächenvermittlung unterstützen, also das, was die Makler tun. Und ich sehe durchaus, dass wir eine Möglichkeit haben, auch durch entsprechende Daten, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben entsprechende Marktforschungsinformationen ja auch zur Verfügung, die Vermarktung des Standortes zu unterstützen. Ein weiterer Baustein ist natürlich die laufende Aufgabe der Kommunikation. Und das Querschnittsthema Kommunikation und Digitalisierung hatte ich vorhin bereits als Thema angesprochen. Hier wird es wichtig sein, dass wir weiter daran arbeiten, die sogenannte digitale Sichtbarkeit und die Verzahnung von Off- und Online-Angeboten stärker zu erreichen. Wir haben im Stadtmarketing in so einer Art Sofortprogramm, das ging sicherlich vielen von Ihnen so, auch Aktivitäten aus dem Boden gestampft, den Instagram-Kanal Support Your Local Braunschweig. Wir haben einen digitalen Stadtgutschein, ein lange vorbereitetes Projekt im letzten Herbst gestartet und wir werden weiterhin gerne den Einzelhandel beraten, wie er entsprechende Angebote zum Beispiel über Google My Business oder andere Funktionen darbieten kann, genauso wie mit dem AI gemeinsam die Digital-Mentoren laufen. Wir haben auch ein erstes Programm gemacht, das sehen Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des YouTube-Kanals, wenn die Arbeitsgruppenschaltungen in den Zoom in der Zoom-Konferenz erfolgen, wo wir auch entsprechende Unternehmerinnen und Unternehmer gebeten haben, ihr Geschäft vorzustellen, haben Live-Shopping-Events, wenn Sie so wollen, gemacht. Ich glaube, dass wir hier auch wirklich eine gute und kreative Partnerschaft mit den Betreiberinnen und Betreibern der Einzelhandelsunternehmen erreicht haben. Das wollen wir gerne fortsetzen. Ein weiterer Baustein, das spielt jetzt rein in das Thema Vermarktung, ist, dass wir uns ja schon seit Jahren um das Thema Marktforschung und Infrastrukturprojekte kümmern, gemeinsam mit Partnern natürlich. Einmal die Frequenzmessung, die uns ja erfreulicherweise Anfang der Woche mit dem Beginn des Terminshoppings, also Anfang letzter Woche, gezeigt hat, dass die Frequenzen durchaus deutlich zugenommen haben. Ein objektives Messkriterium, das sicherlich auch bei der Vermietung von Ladenlokalen ein wichtiges Argument ist, wie stark die Frequenzen sind. Wir haben die IFA-Kundenbefragung, auch diese finden Sie auf der Homepage, wo man die starke Affinität der Bürgerinnen und Bürger aus Braunschweig und der Region zum Handelsplatz Innenstadt, aber auch zur Innenstadt Braunschweig als Freizeitraum ablesen kann.
Wir haben gemeinsam mit BS Energy und der Comdia das öffentliche WLAN in der Innenstadt. Wir machen weitere Kundenbefragungen und werden sicherlich auch in diesem Bereich weitere Aktivitäten entfalten. Ich muss hier, glaube ich, noch länger drücken. Ah, nee. So, jetzt haben wir es vielleicht gleich. So. Ja, außerdem gibt es natürlich wie jedes Jahr in enger Abstimmung mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt und den Quartiersgemeinschaften ein umfassendes Programm zur Stärkung der Innenstadt. Das wird auch 2021 nicht abreißen. Wir planen Erlebnisangebote wie die Blumenmarkttage, das Stadtsommervergnügen und hoffen natürlich darauf, dass wir dieses Jahr in irgendeiner Form auch den Weihnachtsmarkt machen können. Wir sind wegen der verkaufsoffenen Sonntage aktiv. Wir haben die Sommerkunstzeit geplant. Ich zähle jetzt nicht alles auf. Wir haben entsprechende Serviceangebote begonnen und uns vorgenommen. Und wir werden, was das Thema Aufenthaltsqualität angeht, hier auch mit entsprechenden Maßnahmen im Stadtmarketing dafür sorgen, so es denn wieder möglich ist, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Soweit erstmal von meiner Seite der Überblick zur Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing und ich würde dann jetzt übergeben an Herrn Walter. Dankeschön. Danke sehr. Gerold Lepper, unser Wirtschaftsdezernent in der Stadt Braunschweig. Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten für einen weiteren, und das ist dann auch der letzte Input, unseren Umweltdezernenten Holger Herrlitschke und er wird noch einen kurzen Input geben zum Thema Stadtklima und Aufenthaltsqualität durch Stadtgrün. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte ein kleines Stückchen zurückgehen und ein bisschen an dem anknüpfen, was Frau Dr. Hesse vorhin in den letzten Bildern ihres Vortrages gezeigt hat. Wir haben gesehen, dass dort Architektur, Kunst im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Was ich ganz spannend fand, dass diese Gebäude, es waren ja zum Teil Gebäude, immer im Grünen gestanden haben. Ich mache das jetzt mal andersrum. Wir befinden uns ja in der Innenstadt in einem sehr stark bebauten, sehr urbanen Raum. Wir finden dort eigentlich weniger Grün. Aber das, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, das hat allerdings am Ende dann doch sehr viel mit Grün zu tun, nämlich auch mit der Rückeroberung der Gebäude und auch des urbanen Raumes durch Grün. Ich fange vielleicht zunächst erstmal an mit dem Themenbereich, den wir in den Innenstädten sehen. Wir haben im Grunde genommen vier Themen oder beziehungsweise Handlungsfelder. Das ist natürlich im Wesentlichen das Thema Stadtklima. Wir haben, das wissen Sie alle, einen Klimawandel zu bewältigen und das führt dazu, dass wir sehr starke Temperaturanstiege haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben natürlich den Erhalt, aber auch die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Innenstädten durch Grünbereiche. Wir haben das Thema Pocketparks und Stadtgärten, das hatte vorhin der Kollege Leuer kurz angedeutet. Und wir haben, und das habe ich eben gesagt, das Thema Begrünung von Gebäuden. Wir haben, da will ich Sie ganz kurz einführen, in den Innenstädten im Zuge des Klimawandels natürlich zunehmend mit Hitze, Trockenheit und einem Rückgang der Grundwassersituation zu tun. Und das führt, das Bild zeigt es ganz gut, dazu, dass wir die Grünbereiche, die wir in den Städten haben, eigentlich langsam aber sicher verlieren. Das hat damit zu tun, dass die Bäume einfach ihre Situation, in der sie sich jahrelang befunden haben, so nicht mehr vorfinden. Die Grundwasserpegel sinken ab und es gibt einfach kein Wasser mehr, um die Grünflächen entsprechend zu erhalten und die Bäume sterben langsam ab. Es wird in den Innenstädten zu heiß, zu trocken, es verliert sich die Aufenthaltsqualität, wir werden dadurch unattraktiv und das führt dazu in der Folge, dass die Gefahr besteht, dass die Innenstädte zusätzlich gemieden werden und es fallen natürlich hohe Unterhaltskosten an. Die Menschen, die sich in den Städten aufhalten, sind dann zunehmend betroffen durch Hitzestress, Kreislaufbeschwerden, Erschöpfung, Müdigkeit und besonders ältere Menschen sind davon betroffen, weil die dann natürlich aus naheliegenden Gründen auch weniger gerne in die Innenstädte gehen. Ja, worauf kommt es dann an? Wir müssen in den Innenstädten kühlen, wir müssen Aufenthaltsqualität
heben. Wir müssen Ruhezonen schaffen. Wir müssen der vorhin genannten Austrocknung entgegenwirken und wir müssen die Innenstädte natürlich wieder attraktiv begehbar machen. Und wie erreichen wir das? Durch den Erhalt und durch die Ergänzung und Begrünung der Stadt, durch Neuschaffung von Ruhezonen, durch grüne Stadtmöblierung, ich zeige Ihnen auch gleich ein Beispiel, durch Begrünung von Dächern und Wänden, das hatte ich vorhin angedeutet, und das mag man sich vielleicht in der Innenstadt zunächst erstmal nicht gut vorstellen, durch die Öffnung versiegelter Flächen. Die Handlungsfelder, das sind die, die ich vorhin schon angedeutet habe, das ist jetzt hier allerdings ein Stück weit auch auf Braunschweig bezogen, versiegelte Flächen in der Fußgängerzone auf Plätzen und Straßen auch mal neu zu betrachten und zu entsiegeln. Wir sind auch dabei. Das Thema Pocket Park ist schon angesprochen worden, aber es gibt auch durchaus in der Stadt die Bestrebungen, Flächen, die derzeit stark versiegelt sind, wieder zurückzuholen, zu öffnen, zu begrünen, anders zu nutzen. Wir gucken uns die Fassaden und Dächer an den Gebäuden an. Es gibt derzeit auch ein gefördertes Programm in meinem Fachbereich 67 Stadtgrün. Dort beginnen wir jetzt auch nachhaltig die städtischen Gebäude zu begrünen. Es gibt da auch zum Teil Fassadenbegrünung. Wir gestalten natürlich die innerstädtischen Bereiche um. Vorhin wurde gesagt, die Kanngießer Straße, unser erster Pocket Park, der entstehen soll. Die Planungen sind schon relativ weit gediehen, sodass man sagen kann, die ersten Skizzen gibt es schon. Das Planungsbüro ist beauftragt. Und wir haben natürlich auch weitere Potenzialflächen in der Innenstadt schon angesehen. Es gibt eine Liste, wo man zukünftig weitere Flächen entwickeln kann. Ein Handlungsfeld muss auch sein, temporäre Pop-up-Grünflächen. Sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Sie erinnern sich vielleicht, auf dem Schlossplatz gab es schon mal vor Jahren ein schönes Event, wo dann Landschaftsgärtner und Gartenbetriebe sich darstellen konnten. Das war eine sehr, sehr nette Aktion. Das kann man sich in der Innenstadt gut vorstellen. Und ein wichtiges Handlungsfeld finde ich es auch, dass man Kunst und Marketing, da schließt sich der Kreis wieder zu Frau Dr. Hesse, Events in der Innenstadt stattfinden lassen muss, zum Beispiel Shopping im Grünen, also eine grün gestaltete, temporäre Situation, wo geshoppt wird, wo auch Kunst mit Grün zusammenfällt. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, weil das Beste ist immer, wenn man sich anguckt, wie das denn gehen kann. Ich will es ganz kurz machen, ganz oben rechts, das ist eine Situation von einem Bürogebäude in Österreich. Oben links ist eine Situation in London, ein Bürogebäude, das schon begrünt geplant wurde. In der Mitte die Türme, das ist eine Situation aus Mailand, das ist eine Wohnbebauung, ist also sehr stark durch die Medien gegangen, hat auch Preise bekommen. Unten links ist eine ganz klassische Berliner Stadtfassade, die einfach nachträglich begrünt wurde. Und unten rechts finde ich das fast spannendste Bild. Das ist eine Shopping Mall vom Kollegen Ingenhofen. Dieses Gebäude ist komplett eingegrünt und kühlt damit seine Umgebung. Also es gibt sehr, sehr spannende städtebauliche Möglichkeiten auch. Ja, wie kann das aussehen im Freiraum? Oben links sehen Sie eine, ja, man kann sagen Stadtmöblierung. Das ist ein Container, wenn man so will, der temporär aufgestellt wird und eine Begrünungssituation enthält. Das kann man im Grunde genommen überall machen. Das hat den ganz großen Vorteil, man kann Bänke kombinieren, man kann sogar so eine Art Ausstellung machen, man kann auch Informationen transportieren, zum Beispiel über das Thema Klimawandel, aber auch vielleicht sogar Werbung anbringen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Oben rechts sehen Sie eine Situation einer Innenhof-Situation in Berlin. Das ist ein klassischer Innenhof-Pocket-Park. Und das finde ich in diesem Moment ganz spannend, weil hier hat man im Grunde genommen so getan, als würde man die Wohnung nach außen tragen. Also Sie sehen ein großes Bett, einen Tisch. Das finde ich also eine wunderbare Situation. Man kann sich sofort zu Hause fühlen. Und unten links, das ist das, was ich eben meinte, man kann sich in den Innenstädten schwer vorstellen, wie das denn gehen kann, wenn man etwas wieder aufbricht, eine Versiegelung wieder entsiegeln. Das ist eine Planung, die ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Thyssen passiert und hat ja eine Pflasterung im Raum, die aber eben rund um die Bäume immer kleinteiliger wird und dadurch
ich sag jetzt mal, die klassische Baumscheibe ersetzt. Es wirkt so, als wenn die Bäume aus dem Untergrund durch die Pflasterung hindurchstoßen. Und ganz rechts, das ist eine Situation, die finde ich ganz besonders spannend. Das ist nämlich auch ein Pocket Park, der steht in New York. Da hat man sogar einen künstlichen Wasserfall geplant und gebaut. Das ist eine Stelle, wo rechts und links, das sieht man hier jetzt nicht so, kann man sich aber in New York gut vorstellen, unglaublich hohe Häuser stehen und man hat eine Schlucht sozusagen, eine dunkle, düstere Schlucht genommen und hat die so aufgewertet. Dort gibt es ein kleines Café, man sieht es an den Stühlen und Tischen. Man kann sich innerhalb dieser unglaublich pulsierenden Stadt in einen Ruheraum zurückziehen, den man eigentlich so gar nicht erwartet. Das ist die Vorstellung, die ich von Pocket Parks habe. Nun sind wir nicht in New York, sondern in Braunschweig. Aber ich glaube, wir haben genügend Situationen, die man so aufwerten kann, wo man den Kunden, die Kundin in der Stadt auch dazu bringen kann, einfach mal zu verschnaufen, sich einen Kaffee zu gönnen, vielleicht eine Zeitung zu lesen und dann wieder hoffentlich nach Corona ins Getümmel zu gehen. Ja, vielen Dank soweit. Und damit sage ich auch einen herzlichen Dank an Holger Herrlitschke, unseren Umweltdezernenten, für den letzten Input. Und jetzt gehen wir in den Dialog, weil wir sind ja heute im Dialogforum und die Gruppen setzen sich dahingehend zusammen, dass wir entsprechend den Vorträgen nochmal Gruppen haben. Ich sage noch einmal die Gruppe 1, Mobilität, Erreichbarkeit, Stadtgestaltung und Stadtmöblierung, wird heute moderiert von Vanessa Grond und ich erläutere gleich, wie Sie alle in die Gruppen reinkommen. Und auch Heinz Leuer, unser Stadtbaurat, wird in dieser Gruppe mit dabei sein. Wir haben die zweite Gruppe Zwischennutzung, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Sie wird heute moderiert von Rebecca Jakob. Und Frau Dr. Hesse, unsere Wissenschafts- und Kulturdezernentin, wird auch dort im Raum anwesend sein. Die Gruppe 3, Angebots- und Nutzungsvielfalt, Digitalisierungsprojekte und Kommunikation, wird moderiert von Nina Fritzler. Und unser Wirtschaftsdezernent Gerold Lepper wird auch dort sein. Und die Gruppe 4 ist Stadt, Klima und Aufenthaltsqualität durch Stadtgrün, moderiert durch Corwin Hahm. Und unser Umweltdezernent Holger Herrlitschke wird dabei sein. Und für alle, die vielleicht noch ganz neue Ideen haben, haben wir noch eine fünfte Gruppe aufgemacht. Und das wird ein Ideenraum zum offenen Austausch sein. Und dort werde ich Sie gleich auch begrüßen. Wie geht jetzt das Umstellen? Sie haben mit der Anmeldung oder die meisten von Ihnen haben mit der Anmeldung eine Priorität abgegeben. Wir haben uns bemüht, dass diese Priorität auch umgesetzt werden kann. Alle, die das nicht gemacht haben, wenn wir sie kannten, haben wir sie versucht, ein bisschen thematisch zuzuordnen. Wenn ich gleich das Go gebe, dann wird es so 2-3 Minuten dauern. Dann wird die Technik im Hintergrund Sie in die entsprechenden Räume geben und dort werden Sie dann von den benannten Moderatorinnen und Moderatoren empfangen werden. Ich weiß nicht, ich hoffe, Sie sind jetzt alle wieder heile technisch zurück, weiterhin sehr entspannt, wo auch immer Sie unserer Veranstaltung folgen, lauschen, sitzen, mitgearbeitet haben. Ich komme sehr inspiriert aus meiner Gruppe zurück und genau, ich heiße jetzt auch wieder alle im Livestream hier herzlich willkommen, die eben in der Gruppenphase nicht dabei sein konnten, aber sie haben jetzt ja die schöne Gelegenheit, kurz und knackig mitzubekommen, was wir denn in der Gruppenphase erarbeitet haben. So, und jetzt muss ich gestehen, jetzt habe ich, muss ich einmal meine Zettel durchgehen. Wo ist denn Spende? Da habe ich den wichtigsten Zettel, um jetzt auch der Reihe nach aufrufen zu können. In Richtung der Technik schaue ich. Ich bräuchte jetzt einmal das Whiteboard angezeigt, damit ich von da die Gruppenarbeit der Gruppe 5 vorstellen kann. Das wäre kurz wichtig. Die Gruppe 5 war der Ideenraum zum offenen Austausch.
und wir sind da. Genau, Sie können das jetzt auch alle sehen, sowohl im Livestream wie auch jetzt in unserem Chatroom. Wir sind ganz kurz durchgegangen, bestimmte Räume, was fällt uns ein, wo was tun muss. Das Thema Grün kam nochmal auf. Wir sind sehr durchgegangen, dass diese ganze Achse Schlossplatz, Kaufhof, Bohlweg, Erweiterungsbau, Rathaus vielleicht insgesamt angeschaut werden sollte. Und zack, erstmal Stichpunkte raus, auch von dem, was wir über die verschiedenen Inputs gehört haben. Kann man da nicht auch gleich Begrünung mitdenken? Wir brauchen auch da mehr fürs Auge. Das waren nochmal Themen, die sich sozusagen an die Stadtgestaltung gewendet haben. Wir sind in ein Thema, und das nehme ich gleich als Großes, nochmal viel tiefer reingegangen. Es gab noch eine schöne Idee, diese Idee der Pop-ups wieder aufzunehmen. Die Idee, warum machen wir nicht, früher gab es den langen Donnerstag, heute machen wir einen Kunst- und Kultur-Donnerstag. Also donnerstags ab einer bestimmten Zeit sind auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, andere kulturelle Einrichtungen in der Stadt und man kann sozusagen einkaufen, aber auch durch die Stadt treiben und so weiter verbinden. Und dafür gibt es eben auch immer wieder eine feste Adresse. Und ein letzten Punkt, über den wir länger debattiert haben, war das Thema Bottom-up-City. Das heißt, wie können wir Menschen in der Stadt viel mehr dazu begeistern, dass sie ihre Ideen anbringen? Wie kann man Ideen miteinander verschmelzen, um dann aber auch sofort in der Stadt aktiv zu werden? Einige von Ihnen kennen das vielleicht aus dem Bereich der TU, das sogenannte Projekt Sandkasten, und das mal auf die Innenstadt übertragen. Und sehr konkret sind wir auch auf eine Idee gekommen, die Buchhandlung Graff. Herr Wrentsch war dabei. Herr Wrentsch hat gesagt, dass er mit dem Platz vor seinem Laden eigentlich gar nicht ganz so glücklich ist. Alle anderen sind darauf angesprungen und haben auch gesagt, Mensch, wir hätten aber Ideen, wir würden auch mitmachen wollen. Und wir haben uns sehr konkret dazu jetzt verabredet, dass wir zeitnah alle nochmal zusammenkommen, Ideen zusammenstecken und dann versuchen, mit Stadt, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Kunst, Kultur und so weiter, diese Fläche temporär und langfristig umzugestalten. Genau, also viel Aktivismus, das, was wir auslösen wollen, aber nicht unüberlegter. Das war jetzt in der Kürze etwas, was wir herausgearbeitet haben in der Arbeitsgruppe Ideenraum und offener Austausch. Genau, ich würde den Blick weiter senden und gehe mal zu Gruppe 4 und ich möchte den Corvin Hahm aufrufen, dass er kurz berichtet, was ist in Gruppe 4 passiert. Corvin, kannst du uns hören? Hallo, ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Gelegenheit, unsere Diskussion kurz vorzustellen oder besser gesagt ein paar Aspekte daraus herauszugreifen. Wir haben unter anderem auch über Pop-up gesprochen, aber mehr über Pop-up-Grün-Möglichkeiten wie Blumenkübel oder auch Beete in der Stadt, die durch Bänke ergänzt werden könnten. Und in dem Kontext gab es auch noch die Idee, Unternehmen da einzubeziehen, die dann diese Blumenkübel und einerseits pflegen könnten, andererseits auch die Bänke vielleicht sponsern oder bereitstellen könnten. Ein weiterer Aspekt, der zu dem, was sonst an Input von Herrn Herletke schon gekommen ist, das, was insgesamt alles sehr positiv aufgenommen wurde, viel Grün in die Stadt zu bringen. Ein weiterer Aspekt war dabei jetzt noch eben durch gemeinsame Arbeit, also gemeinschaftliches Engagement, eben indem man beispielsweise Innenhöfe begrünt, dass man dadurch nicht nur noch dem Stadtklima was Positives zuführen kann, sondern dass man dadurch auch noch die Gemeinschaft innerhalb eines Gebietes, eines Quartiers stärken kann. Wichtig ist es für so ein Projekt oder für so eine Maßnahme, dass man einen konkreten Anlass hat. Es wurde ein Beispiel gebracht, wie eben im Magniviertel ein Projekt gestartet werden sollte, jetzt vor Corona, zum Thema Wildbienen. Dann, in dem Kontext ist eben auch der Vorschlag gekommen, dass man einen Wettbewerb machen könnte, um die Innenhöfe zu begrünen und dass dann auch
so ein Wettbewerb nicht unbedingt in Konkurrenz zu diesem Balkonwettbewerb der Stadt stehen muss. Ein weiterer Aspekt war auch noch, dass man mit kleinen, einfachen und handhabbaren Ansätzen starten sollte, wie eben Beete oder kleine Grünflächen, Blumenkübel in der Innenstadt zu realisieren. Ganz interessant fand ich auch noch, dass die Stadt Wien als Beispiel hatte Kletterpflanzen verschenkt an Eigentümerinnen von Immobilien, damit diese, die dann eben an ihren Hausfassaden sozusagen entlang klettern lassen sollen. Das waren so im Wesentlichen die Punkte, die wir diskutiert haben. Insgesamt wurden aber die Aspekte und die laufenden Themen und Projekte der Stadtverwaltung sehr positiv unterstützt. Genau. Vielen Dank. Ja, danke an Corvin und an die Gruppe 4. Und ich komme mir so ein bisschen vor wie beim ESC, dass ich jetzt zack, zack, zack die verschiedenen Gruppen aufrufen kann. Die nächste ist Gruppe 3. Ich frage Nina Fitzler, was habt ihr rausgearbeitet? Ja, danke. Wir haben uns beim Feedback gar nicht so lange tatsächlich aufgehalten, was aber herausgestellt wurde, dass die kurzfristigen Maßnahmen erstmal gut angenommen werden. Aber natürlich bedarf es einer mittel- und langfristigen Planung. Die kurzfristigen Maßnahmen sind nicht ausreichend. Und dabei kam eben auch heraus, dass diese Digitalisierungsprojekte jetzt die schon gestartet wurden, auch unbedingt beibehalten werden müssen. Wir haben uns dann intensiver mit den neuen Ideen und Maßnahmen auseinandergesetzt. Und ich glaube, da kann man sagen, die ganze Gruppe war sich insofern einig, dass Innenstadt eben ein Erlebnis bieten muss und dass es nicht mehr nur noch ein reines Shopping-Erlebnis sein wird, sondern dass ein Zusatznutzen erfüllt sein muss. Das kann eben auch oder wir kamen da zu dem Schluss, dass nicht nur die bisher vielleicht vorrangig genutzten Zielgruppen von den Älteren so sinnvoll sind, die wir erreichen sollten, sondern eben auch junge Zielgruppen zu erreichen. Kinder und Jugendliche werden in der Innenstadt noch gar nicht so gut aufgenommen. Da gibt es noch nicht so viel Angebot. Das ist natürlich der Einzelhandel entscheidend, aber es kam auch die Idee, dass man eben mit Kunstaktionen oder Gamification und Ähnlichem da auch eine junge Zielgruppe macht. Herr Rüsing hat das schön gesagt, vielleicht muss der Einzelhandel auch, wie man das so mit Kundenbindungsprogrammen kennt, die Kunden als Fans betrachten und daran arbeiten. Was auch noch kam, ist, dass es natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung weniger Menschen natürlich zur Arbeit direkt in Büros gehen und dass man schauen muss, dass das aber wieder geschieht, ob es durch Coworking Spaces sind, damit die Menschen wieder Interesse haben, weil sie sich sozial agieren wollen, dann auch zusammen zu arbeiten, Büroarbeitsplätze zu schaffen. Es kam auch das Thema Plattform für den Innenstadthandel auf, aber auch, dass eine Innenstadt sicherlich vielleicht anders gedacht werden muss und dass auch Kindergärten und Pflegeheime wieder in die Innenstädte kommen, um dort neue Möglichkeiten zu bieten. Wir haben uns dann zum Schluss mit der Vision der Innenstadt 2030 beschäftigt und großes Thema war die Nachhaltigkeit, auch die Idee, ob man vielleicht die nachhaltigste Stadt in 2030 in Deutschland sein will oder kann, um damit so ein USP zu haben. Es kam auch die Frage rauf, was passiert überhaupt mit Einkaufszentren? Wird es später noch in der Form solche geben und was machen wir damit? Die Nutzungsmischung, auch für den ÖPNV war Thema, aber ganz klar, es muss alles attraktiv und belebt bleiben. Die Innenstadt wird ein Raum des Miteinanders. Wir haben gehört, dass es vielleicht gar nicht mehr so den klassischen Einzelhandel gibt, aber dafür viel mehr Showrooms. Die Menschen also in die Stadt kommen, um sich die Produkte anzusehen, sie dann aber nach Hause geliefert bekommen. Und eigentlich können wir nochmal zusammenfassen, dass es eben mehr soziale Einrichtungen geben kann, sozialer Ort, um Frequenzen dann eben auch zu schaffen. Und dass ganz klar neue Konzepte gedacht werden müssen, auch für den Handel. Herr Lepper hatte dann das Beispiel zum Beispiel von 3D-Druckern, was die Produkte alles mittlerweile schon hergeben und ob man sich vielleicht dann nicht auch Schuhe in der Innenstadt drucken lässt. Das wären so im Groben die Ideen. Danke, danke.
Vielen Dank an Gruppe 3 für das intensive Arbeiten. Und ich rufe Gruppe 2 auf, Zwischennutzung Kunst, Kultur im öffentlichen Raum. Rebecca Jakob. Ja, also in unserer Gruppe waren im Prinzip die Experten für Zwischennutzung versammelt. Zum Teil gab es eben schon auch viel Erfahrungen, was schon in der Vergangenheit auch in Braunschweig passiert ist. Deswegen haben wir sehr viel darüber reflektiert. Ein Vorschlag war auch hier nochmal das kreative Potenzial überhaupt bei dem Thema Kultur im öffentlichen Raum der Studierenden auch mit zu nutzen, dies einzubinden. Dann aber eben auch gerade zum Thema Zwischennutzung eben auf Vernetzung zu setzen mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Innenstadt. Dann eben auch gucken, wie kann Zwischennutzung auch finanziert werden, auch vielleicht über Förderprogramme kleinere Mieten, sodass man das nicht nur pro bono seine Räume hergeben muss, sondern eben auch einen Rahmen findet, der vielleicht nicht lukrativ ist, aber der zumindest einen geschäftlichen Charakter sozusagen hat, im Sinne von, man findet eine kleine Miete, ein kleines Förderprogramm, wo man dann aber auch vielleicht etwas den Eigentümern quasi auch zurückgibt, sozusagen innerhalb dieses Nutzungsvertrages. Dann war noch ein Vorschlag, auch andere Nutzungen noch mal mehr in die Innenstadt zu bringen, beispielsweise auch über Handwerksberufe, also das genau. Dann wieder Thema Zwischennutzung, Finanzierung der Zwischennutzung, Management der Vernetzung. Das kann nicht alles rein ehrenamtlich geleistet werden. Aber es war eben auch nochmal der Hinweis, dass auch bereits die Wirtschaftsförderung beispielsweise schon unterstützt und zum Beispiel auch Verträge für Zwischennutzungen entwickelt. Dann war auch nochmal der Hinweis, dass eben Kunst statt Zeitung in den Schaufenstern zu kleben eher dazu führt, auch neue Mieter zu bekommen, also quasi eine Zwischennutzung auch als eine attraktive Aufwertung eines Leerstands zu verstehen, der dann vielleicht nur für wenige Monate da ist, und aber diese Attraktivität dann eben führt dann eben vielleicht auch dazu, dass man schneller wieder neue Mieter findet. Und auch nochmal der Appell, eben keine Parallelstruktur jetzt in der Verwaltung oder auch vielleicht bei Schrill aufzubauen, sondern wirklich zu gucken, wer weiß schon was, wer hat schon Vernetzungen, wer hat schon zu Eigentümern auch ein Netzwerk aufgebaut und mit diesen Akteuren auch zusammenzuarbeiten. Genau, an neuen Ideen, da sind wir gar nicht mehr so weit eingestiegen, leider. Die Frage ist im Prinzip, wo werden Ideen gebündelt, wer vermittelt diese und wer, das war auch eine Frage, die im Raum stand, wer bezahlt auch neue Ideen in der Innenstadt, wie können die finanziert werden, dass sie eben nicht alle ehrenamtlich geleistet werden müssen. Und dann eben nochmal die Frage auch nach der Nutzung von öffentlichen Räumen. Gerade im Bereich des Kulturentwicklungsplansprozesses ist im Moment oft die Frage nach der Nutzung von öffentlichen Raum aufgekommen, auch in der Innenstadt für Aktionen verschiedenster Art. Und da sagte eben Frau Dr. Hesse, dass man sowas wie Steckbriefe auch schon am Erarbeiten ist, welche Aktionen sind womöglich, aber natürlich ist nicht immer alles überall möglich. Genau, also diese Fragen auch nochmal mehr zu öffnen quasi, wo kann Kultur überhaupt jetzt schon aktiv werden und wie ermöglicht man auch vielleicht von Seiten der Eigentümer mehr dieser kulturellen Aktivitäten in der Innenstadt. Vielen Dank an Rebecca Jakob und die Gruppe 2. Fragen sind auch immer gut, weil wir dann weiter dran diskutieren können und auch Lösungen finden wollen. Und ich übergebe an Gruppe 1 und Vanessa Grond hat das Wort. Was habt ihr gemacht? Ja, schönen guten Abend auch von mir. Bei uns in der Gruppe 1 ging es ganz groß um das Thema Verkehr und Mobilität. Wir haben das Feedback zu den vorgestellten Maßnahmen relativ knapp gehalten und sind relativ schnell auf Ideen eingegangen, Kommentaren zur zukünftigen Entwicklung. Dennoch bleibe ich erstmal bei dem Feedback oder ja, ich fange eigentlich an. Verkehr, Mobilität war ein großes Thema. Die Erreichbarkeit der Innenstadt aus der gesamten Region muss gewährleistet sein. Das war
Thema. Thema waren Stadteingänge, müssen gestaltet werden, müssen das Interesse wecken, ja, mit positivem Gefühl in die Stadt zu fahren. Der Hinweis, auch Häuser sind schöne oder schöne Häuser, gute Häuser sind schöne Stadteingänge. Es geht nicht nur um die Straßen. Wie gesagt, für alle Mobilitätsteilnehmer soll die Innenstadt erreichbar sein. Nicht nur für den Pkw-Verkehr, der Radverkehr, Radwege, auch Fußgänger müssen mitbedacht werden, wenn wir in die Innenstadt kommen. Insbesondere ging es dann auch um den Bohlweg. Da stand die Bohlweg-Satzung, die überarbeitet werden sollte, hatte einen großen Stellenwert, dass man den Bohlweg neu denkt. Der Bohlweg, der Verkehr sollte überdacht werden. Ist der notwendig auf dem Bohlweg? Kann man gegebenenfalls sich auch einen Bohlweg ohne Verkehr vorstellen? Das waren so Fragen, die mitgegeben wurden. Dann aber auch das Thema zum Beispiel Aufenthaltsqualität am Bohlweg insbesondere zu erhöhen. Natürlich nicht nur am Bohlweg, aber auch am Bohlweg durch die Einbindung von Wasser, aber auch die Überdenkung von Mobilität natürlich. Und da war auch ganz, ganz groß Thema Individualmobilität oder Individualverkehr. Also es geht nicht immer nur um Autos, sondern wie ich schon gesagt hatte, auch um Radwege, Radverkehr, Fußgänger. Da sollte man mal drüber nachdenken. Individualverkehr muss auf alle Fälle gewährleistet oder weiterhin ermöglicht werden. Genau. Mobilität, Verkehr war großes Thema, hatte ich schon gesagt. Parken wurde auch angesprochen. Natürlich, wenn ich zum Einkaufen in die Innenstadt möchte mit meiner ganzen Familie, dann kann ich nicht mit dem Fahrrad kommen. Parkhäuser, auch ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Und genau, das fasst es, glaube ich, ziemlich gut zusammen. Verkehr, Mobilität waren hier ganz starke Themen, die bedacht werden sollen. Dann natürlich auch Verbindungen in die Innenstadt, zum Beispiel vom Hauptbahnhof in die Innenstadt. Da sollte die Qualität verbessert werden. Wir brauchen mehrere Orte, Pocket Parks mit Aufenthaltsqualität, Pocket Parks zum Beispiel. Verschiedene Orte, wo man verweilen kann, wo man sich ausruhen kann, die man genießen kann, auch auf dem Weg in die Innenstadt. Soweit von mir. Dann sage ich auch an Gruppe 1 ein herzliches Dankeschön für die kurze, aber anscheinend ja doch sehr intensive Diskussion. Ich kann an dieser Stelle auch schon mal ankündigen, keiner muss Panik haben, es wird eine Dokumentation geben von allen Ergebnissen, die wir hier heute auch erarbeitet haben. Das wird nicht morgen, aber doch zeitnah aufbereitet werden und dann auf den bekannten Kanälen auch dargestellt werden. Genau, wann auch immer, und ich wiederhole es nochmal, Sie noch weitere Ideen oder Anregungen haben, vielleicht auch noch erst Nachwirkungen aus den Diskussionen, die Sie geführt haben, bitte, bitte einfach an die E-Mail-Adresse innenstadtdialog@braunschweig.de denken. So, und wir hatten Ihnen immer angeboten, dass Sie auch Fragen stellen können oder auch noch ein Statement, Anregungen mitgeben. Das ist geschehen, es sind sehr wenige da und ich darf auch sagen, dass Oberbürgermeister und alle Dezernentinnen, die hier heute im Raum waren, jetzt hier auch nochmal mit versammelt sind und wir jetzt kurz auf die Statements und Fragen gemeinsam eingehen wollen. Ein Statement, das gekommen ist, die Stadt viel stärker auch wieder nach Corona zu denken. Die Stadt, und damit sind wir auch vielleicht bei einer Form von Definition, was ist denn die Innenstadt? Nämlich die Besuchsgründe werden sich ändern. Es ist nicht mehr unbedingt nur der Einzelhandel, der im Fokus steht. Einzelhandel kann vielleicht auch weniger bedeutend sein. Und dann wird die Innenstadt ja auch ein bisschen weiter, vielleicht wesentlich attraktiver oder Sehnsuchtsort, nämlich mit Magniviertel, Wallanlagen, Theater, Kultureinrichtungen. Was heißt es auch, die Oker vielleicht erlebbarer zu haben, ein Sehnsuchtsort zu sein? Und die Frage, die da dran gestellt wird, ist, wir diskutieren sehr stark über die sehr direkte Innenstadt. Warum finden sich die anderen
Bereiche im Augenblick so wenig in Konzeptpapieren, explizit natürlich dabei auch benannt, das Magniviertel. Ich schaue ein bisschen in die Runde. Herr Lepper würde einen Aufschlag machen, bitte. Ja, vielen Dank. Also ich teile die Einschätzung, dass die Besuchsgründe sich ändern werden, würde aber ganz gerne dazu auch doch noch mal ein bisschen zurückblicken. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sehen Entwicklungen dann jetzt und im Moment und glauben, dass sie jetzt erst eintreten. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren hier in Braunschweig und muss feststellen, 17 Jahren in Braunschweig, muss feststellen, die Besuchsgründe in der Braunschweiger Innenstadt haben sich eigentlich kontinuierlich verändert. Wir hatten mal Bubble-Tea-Läden, wir haben mal darüber geklagt, dass wir viel zu viele Telefonläden haben, alles Themen der Vergangenheit. Wir hatten sehr wenig Gastronomie in der Innenstadt. Das hat sich deutlich erweitert. Wenn Sie sich den Kohlmarkt vorstellen, die Straße, die vom Citypoint zu Karstadt führte, war früher eine reine Hanselslage, ist jetzt eine Gastronomiemeile. Also das ist, glaube ich, ein kontinuierlicher Prozess. Natürlich werden wir jetzt Beschleunigungseffekte haben. Wir werden sicherlich Effekte haben, die durch Corona verursacht sind. Aber das ist aus meiner Sicht kein schwerwiegendes Problem. Was die Frage angeht, ganz konkret, warum ist das Magniviertel nicht benannt? Also ich glaube, wir haben die Themen Kultur adressiert, wir haben das Thema Arbeitsorte entsprechend angesprochen. Das Thema Magniviertel ist genauso wenig als Einzellage genannt worden wie andere. Wir haben ja auch nicht gesagt Kohlmarkt oder Friedrich-Wilhelm-Viertel. Ich glaube, die Maßnahmen, die wir jetzt denken, sind erstmal im Moment für die Innenstadt insgesamt gedacht und werden sicherlich im weiteren Verfahren dann entscheiden müssen, wo genau wir die Maßnahmen umsetzen. Wir sind da ganz offen. Ich habe es ja in meinem Eingangsstatement genauso betont wie, glaube ich, alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir suchen Partner und wenn sich die Magniviertel finden zur Umsetzung von tollen Projekten, dann werden wir da keine Hand ausschlagen, genauso wenig, wie wir das am Kohlmarkt hätten. Vielleicht damit auch zusammenfassend nochmal gesagt, Innenstadt im Augenblick als ein größeres Gebilde definiert. Also nehmen wir vielleicht mal vor Augen wirklich den Raum, über den wir gerade sprechen, auch innerhalb der Oker-Umflut zu umfassen. Und wie Gerald Lepper auch sagte, da kommt es auf die Ideen an. Es gibt eine weitere Frage. Vielen Dank. Oder wollte noch jemand? Ja, bitte, Heinz Leuer. Aussage zum Magniviertel. Das Magniviertel, meine ich, kann eigentlich deutlich selbstbewusster sein, als es manchmal auftritt. Es ist ein Quartier mit sehr vielen Gegensätzen. Es gibt in diesem Bereich zum einen natürlich die Gaststätten und Gewerbe. Es gibt aber auch Wohnen dort. Es gibt eine nicht besonders große, aber dafür hochwertige Einzelhandelsentwicklung, kann ich nur sagen, in den Geschäften, die dort sind. Diese unterschiedlichen Nutzungen werfen auch unterschiedliche Interessen dran in der Gestaltung der Räume und auch in der Erschließung des Gebiets. Auch was das Parken angeht, haben wir ganz unterschiedliche Systeme. Man muss sich klar sein, dass das ein ganz schwieriger Prozess sein wird, um dieses Viertel weiterzuentwickeln. Es verdient es, ganz klar, aber geht nicht auf einer Seite mal eben aufzuschreiben, sondern man muss sich intensiver damit beschäftigen. Frau Dr. Hesse. Das Magniviertel ist in der Tat, ohne den anderen Stadtteilen und Quartieren zu nahe zu treten, sicherlich das größte Juwel in der gesamten Stadtlandschaft. Ich habe manchmal Hemmungen, dieses Quartier nachgerade mit Projekten im öffentlichen Raum in Zusammenhang zu bringen, weil man, ich kann es auch so formulieren, es gibt so eine Beißhemmung. Also wenn ich mir jetzt nur diesen letzten Sommer mit diesen 10.000 Besuchern, die wir durch das Magniviertel geschleust haben, in Erinnerung rufe oder die fast kollabierenden Straßen bei dem großen Fest, dass die Gemeinschaft, die Magni-Gemeinschaft dort veranstaltet, dann bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen mit der Belastung dieses Quartiers. Wir denken es von der Kulturseite kontinuierlich mit. Dankeschön. Eine weitere Frage. Die Stadt Braunschweig kann eine Kunsthochschule vorweisen. Allen bekannt ist unsere berühmte HBK im westlichen Ringgebiet, die aber im geringen Maße in der Stadt und im öffentlichen Raum präsent ist oder wahrgenommen wird und kreativ eingreift. Die Frage deshalb, welche Rolle spielen jetzt auch bei vielen Ideen, die wir hier heute andiskutiert haben, Kunst im öffentlichen Raum, eben auch unsere Hochschule.
Und gibt es von Seiten der Hochschule selbst auch eine Bereitschaft dazu, sich einzubringen? Ich glaube, es ist eine Frage, die sehr eindeutig an unsere Dezernentin für Wissenschaft und Kultur geht. Also die HWK ist zunächst einmal eine Hochschule für bildende Künste und bildet von Pädagogen über Designer freie Künstler aus und macht Abschlüsse, Bachelors und ist eben ein wissenschaftliches Institut und ist zunächst einmal vom Selbstverständnis her genau das und ist nicht dazu da, um die Stadtgesellschaft zu bespaßen. Also ich mache das jetzt mal drastisch. Selbstverständlich denken wir die bei dem Thema Kunst im öffentlichen Raum immer mit. Aber die HWK hat eben andere Schwerpunkte, nämlich Studierende auszubilden, wenngleich wir immer bei jedem großen Projekt schon alleine aus Interessensgründen immer einen Beitrag von der HWK dabei haben. Die HWK selbst hat ein Problem, und zwar haben wir das als Stadtgesellschaft gleichzeitig mit, nämlich wenn die Absolventen fertig sind, bekommen sie keine Ateliers hier. Sie können nirgendwo weiterarbeiten. Die Stadt finden sie alle extrem lebenswert. Das weiß ich aus unmittelbaren Begegnungen mit Studierenden. Sie würden gerne hierbleiben, allein sie können es nicht, weil sie keinen günstigen Atelierraum finden. Und es ist eine seltene Gelegenheit mit Ihnen, die Sie da draußen hören und zuschauen, das vielleicht mal loszuwerden, dass wenn Sie irgendwo einen Raum haben, von dem Sie längst geglaubt haben, Sie müssten ihn mal vermieten, tun Sie es. Und Sie wenden Sie sich an mich, sagen Sie, Sie haben was, wir vermitteln das. Das ist der Haupt, das ist das Wichtigste, was wir tun können für die dort ausgebildeten Studenten oder Studentinnen, die Sie vielleicht dann sich entscheiden, länger zu bleiben und nicht abwandern in unsere Nachbarstadt, die mit H anfängt. Helmstedt, okay. Ja, ein weiteres konkrete Frage, die der schon gleich anknüpft. Der Ägidienmarkt lädt nach der Neugestaltung wenig zum Verweilen ein, so eine Meinung. Und wäre das nicht ein prädestinierter Ort, dann mit Kunst im öffentlichen Raum sozusagen hier zu beginnen, und könnte da nicht Kunst im öffentlichen Raum eine Rolle spielen und helfen, diesen Platz zu beleben? Ich gucke in die Runde allgemein, aber Frau Dr. Hesse, meinen Sie, das könnte helfen? Also ganz sicher. Und wir haben ja im letzten Jahr dieses integrative Stadtentwicklungskonzept gemacht und haben dabei mal wieder festgestellt, Kollege Leuer und ich, dass wir eigentlich beste Freunde sind und viel enger zusammenarbeiten könnten, wenn es darum geht, die Kunst sozusagen nicht als Möblement zu missbrauchen, aber tatsächlich die Frage zu stellen, eignet sich der Ort, eignet er sich nicht? Und das ist... war zu früh, beziehungsweise, also Ägidienmarkt war zu früh, aber ich habe, mein Oberbürgermeister sagte gerade, es sei Kunst im öffentlichen Raum auf dem Platz. Ach so, ja, richtig. Übergang zu Magniviertel. Ja. Aber natürlich ist das eine Geschichte, die wir nicht sozusagen vernachlässigen dürfen, dass wir auch stadtplanerisch diese Dinge angucken, ist natürlich klar, aber dass man sich unter dem Aspekt der Kunst das auch anschauen muss, völlig richtig. Also ich pflichte Ihnen, demjenigen oder diejenigen, die diese Frage gestellt hat, unmittelbar zu oder bei. Ja. Alles klar. Und wir haben noch ein letztes Statement mit Frage zum Thema Digitalisierung im Einzelhandel. Der lokale Handel scheint zu wenig online ausgerichtet zu sein. So hier die kundgetane Meinung und die Frage daran, wie gut kennen die Händler in der Innenstadt die Erwartungen ihrer potenziellen Kunden zu Produkt, Service und Kommunikation? Und gibt es die Möglichkeit, durch eine gemeinsame Arbeit, Klammer auf, dann durch wen, die einzelnen Händler mit diesen Informationen zu versorgen, sodass dort eine Besserung eintreten kann? Ich schaue in die Runde und schaue ein bisschen nach rechts. Herr Lepper. Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich für mehrere hunderte Betriebe, die wir in der Innenstadt haben, nur versuchen kann, so grob zu umreißen. Ich würde sagen, es gibt sehr viele Unternehmen in der Braunschweiger Innenstadt, auch Handelskonzepte, genauso wie Gastronomiekonzepte, die eine sehr intensive Kundenbeziehung pflegen. Das weiß ich, weil wir uns ja sehr intensiv mit Instagram
Kanälen, mit Social-Media-Kanälen und so weiter in den letzten Monaten befasst haben, dort auch übrigens den Austausch organisiert haben zwischen den verschiedenen Händlerinnen und Händlern, dass sie ein Stück weit gegenseitig voneinander lernen. Es gibt Läden, die haben zum Beispiel ihr gesamtes Weihnachtsgeschäft über Instagram und entsprechende Beratung organisiert und dem Vernehmen nach kein Schlechtes gemacht. Es gibt aber sicherlich auch Betriebe, die sich mit dem Thema extrem schwer tun. Das hängt aus meiner Sicht zum einen am Sortiment. Nicht jeder kann zum Beispiel auf ein Zentralregister des Buchhandels zurückgreifen, wo man eine Digitalisierung relativ einfach machen kann, weil die Daten schon vorliegen. Es sind eben auch nicht alle Lieferanten und Hersteller in der Lage, entsprechende Logistikkonzepte anzubieten, also all das, was man braucht. Und die Datenübernahmen zu Produktbeschreibungen, wie man sie auf Amazon oder anderen dann eben auch in Online-Shops sieht, ist auch schwierig. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber die Frage ist ja, können wir was zusammen erreichen? Ich würde sagen, ja, der AI hat zusammen mit dem Stadtmarketing bereits die digitalen Mentoren gestartet. Ich weiß, dass die IHK ganz intensiv an diesem Thema arbeitet und dort auch unterstützt. Es gibt vom Land Niedersachsen entsprechende Programme für das Thema Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Handel. Und ich kann jetzt heute nur sagen, wir werden nicht locker lassen, aber wir brauchen natürlich auch die Bereitschaft bei den einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmern, sich in dem Feld zu engagieren. Und ich fürchte, wir brauchen auch die Kraft und vor allem die finanziellen Ressourcen, um diesen Weg in die Digitalisierung zu gehen. Und das scheint mir im Moment in der Lage, ehrlich gesagt, einer der ganz, ganz großen Herausforderungen zu sein. Aber wir arbeiten weiter dran und wir werden uns dafür engagieren. Vielen Dank, Herr Lepper. Das waren die Statements und Fragen, die uns erreicht haben. Das muss heute, wie gesagt, nicht der Abschluss gewesen sein. Die E-Mail-Adresse steht Ihnen weiterhin auch für Anregungen und Nachfragen zur Verfügung. Und damit bitte ich Oberbürgermeister Ulrich Markurt nochmal zu Wort. So, dann haben wir die Tücken des Objekts wieder bei der Demaskierung der Verwaltung. Ich hoffe, Sie hören mich trotzdem. Wurde das einmal gezeigt? Ah, was habt ihr da? So, hören Sie was? Ja, wunderbar. Ich wollte es demaskiert machen, also ohne Deckung kriegt man auch ein bisschen mehr Luft. Ganz lieben Dank, dass Sie dabei geblieben sind, gut 2 Stunden miteinander diskutiert, kritisch begleitet haben, was von uns vorgetragen wurde. Und unser Vortrag war ja nicht nur unser Vortrag, sondern war das, was wir eingesammelt haben in den letzten Monaten, auch mit Ihnen zusammen. Vielen Dank für das, was jetzt nach vorne geht. Heute ist eine Zwischenetappe. Wir werden entsprechend weitermachen. Wir werden alle das veröffentlichen, was wir heute zusammengetragen haben. Wir werden weiter daran arbeiten in verschiedenen Foren und wir werden bei Zeit auch wieder gemeinsam berichten. Ja, was heute noch mal klar geworden ist und was wir hoffentlich noch besser transportieren können, Stadt ist eben nicht nur die Ansammlung von Gebäuden, und eine so traditionsreiche Stadt wie Braunschweig mit einer großen und großartigen 1000-jährigen Geschichte ist wie die europäische Großstadt insgesamt ein Kulturgut, eine der größten kulturellen Errungenschaften überhaupt. Und Stadt ist immer im Wandel. Nicht nur Handel, sondern Stadt insgesamt. Stadt ist immer divers. Stadt kann und soll aber auch Gemeinschaft und Gemeinsamkeit schaffen, ja Identität. Wenn uns das gelingt, dann brauchen wir gar keinen Slogan, ich liebe meine Stadt, sondern dann tragen wir das im Herzen. Und das gibt ganz viel Kraft. Im Chat habe ich gelesen, dass viele darauf hingewiesen haben, dass Stadt, gerade Innenstadt, Sehnsuchtsort sein kann, ja muss. Das erlebe ich auch so. Und wenn Sie sich erinnern, im letzten Sommer, als Stadt stattfand, eben auch Innenstadt, wie viele Menschen diesen Sehnsuchtsort aufgesucht haben. Wir haben versucht, vieles zu ermöglichen, auch als Verwaltung. Ich denke, es ist uns relativ gut gelungen. Und nicht nur die Stadt an sich, sondern gerade das Gemeinschaftserleben, auch das kulturelle Gemeinschaftserleben, schafft eben Gemeinschaft und schafft auch Verbindung und letztlich Identität. Auch die brauchen wir. Wir brauchen die Verbindung der Menschen, die Bindung an ihre Stadt. Wir sind ein Oberzentrum einer großen Region und wir wollen das in Zukunft auch bleiben. Und dazu trägt die Innenstadt mit ihrer Attraktivität ganz maßgeblich bei. Ich habe eingangs auf das Thema Verantwortungsgemeinschaft hingewiesen und habe in den Foren, wo ich mich eingeschaltet habe, auch den Versuch
nachvollziehen können, dies auch miteinander zu leben. Und wir werden diese Transformation nur begleiten können, ja gestalten können, wenn uns diese Verantwortungsgemeinschaft auch in der Umsetzung gelingt. Wir haben beim letzten Mal sehr stark die Eigentümer adressiert, ohne die wir bestimmte Dinge in Braunschweig nicht werden umsetzen können. Die Stadt Braunschweig ist nur ein Teil der Eigentümerlandschaft in unserer Stadt. Wir sehen aber, dass vieles in Gang gekommen ist. Auch in diesen schweren Zeiten gibt es große Investitionen. Von einer konnten Sie heute lesen, Schlosskarree passiert nach vielen Jahren der konzeptionellen Entwicklung und der gemeinsamen Überlegung jetzt wirklich eine große Investition. Nicht nur städtebaulich wird uns das einen Akzent setzen, sondern auch was im Innenleben passieren soll, gibt Anlass zur Hoffnung, um auf das viel diskutierte Magni-Viertel zurückzukommen. Auch dort werden Sie in ein paar Tagen schon hören, vor einer, wie ich finde, sehr bedeutsamen Investition, nicht nur in Bausubstanz, sondern auch in die Eröffnung von Chancen der Belebung dieses wunderbaren Raumes. Also ich nehme schon wahr, dass es uns gelingen könnte, weniger Hamlet zu sein, der Zögerer und Zauderer, sondern mehr Helmut Schmidt, die Macherin und Macher. Die sind heute gefordert. Ich finde, viele waren heute dabei. Vieles ist noch zu klären. Lassen Sie uns auf diesem Weg gemeinsam weitermachen in Verantwortung und in Gemeinschaft. Dann wird, ja, dann muss uns das gelingen. In Liebe und Zuneigung zu meiner Heimatstadt Braunschweig, aber auch um Zukunftschancen und Räume zu ermöglichen für die, die dann kommen. Braunschweig hat eine solche Zukunft, wenn wir es gemeinsam anpacken. Vielen Dank für heute. Wir werden uns demnächst weitersehen, werden Sie darüber informieren, wie wir auch weitermachen, in welcher Form das sein wird. Und ich bin ganz sicher, es wird vielleicht im Sommer, im Spätsommer ein weiteres Forum geben, in dem wir uns dann gemeinsam über das Erreichte, aber vor allen Dingen auch das noch zu Tunende austauschen. Und ich bin ganz sicher, der Kommunalwahlkampf gibt dazu auch viel Anlass. Herzlichen Dank für heute Abend. Dann sage ich abschließend auch Dankeschön an Sie und möchte von unserer Seite und ich hoffe auch von Ihrer Seite einen großen Dank an die Technik senden, die zumindest uns hier vor Ort sehr gut betreut hat und ich hoffe Sie auch zu Hause, dass alles störungsfrei gelaufen ist. Wir sind da sehr froh drüber. Es war für uns ein Experiment und ich glaube, es ist gelungen. Zur Dokumentation habe ich schon gesagt, dass wir das jetzt sehr zeitnah und schnell machen, damit Sie alle nochmal die Ergebnisse auch vor Augen haben, falls Verabredungen getroffen wurden, dass diese natürlich auch kommuniziert wurden und darf ankündigen, wir wissen noch nicht wie, keiner weiß, wie in einigen Monaten pandemiebedingt die Lage aussehen wird, aber dass wir ein weiteres Innenstadtforum für den Juni in diesem Sommer planen. An dieser Stelle also einen herzlichen Dank für Ihr Dasein und